So, ja, wir sind hier, weil ich wollte euch zeigen, wo es den Revolver gibt. Revolver könnte ich noch gebrauchen. Ich bin zwar ein lausiger Schütze, aber um mein Leben zu retten, sollte es reichen. Revolver gefunden. Ja, das wollte ich euch nur zeigen und jetzt sehen wir uns dann wieder, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Also bis dann. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Mal gucken, was haben wir denn hier? Komisch, hier ist ein Riss, scheint jemand reingeschnitten zu haben. Da ist ja ein Schlüssel drin. Könnte der Schlüssel für das Haupthaus sein. Ah, das ist interessant. Was haben wir hier? Kisten. Sind das Patronen? Nee. Hä? Warum konnte ich die Kiste verschieben? Mit welchem Sinn? Ah, hier sind einige Batterien, die ich für meine Taschenlampe benutzen kann. Funktioniert. Ah. Gut, nach dem Fund werden wir auch gleich mal kurz speichern. Also ich habe jetzt hier... Escape funktioniert anscheinend nicht mit dem Revolver. Zeug. Naja, mal sehen. Ob wir das in dem Haus dann benutzen können, weil wir eine Karte haben. What the hell? Warum ist die Rase umgefallen? Die Vase umgefallen. Egal. Auf ins Haupthaus. Schlüssel haben wir jetzt. Ja, ganz schön dunkel hier. So, was haben wir denn hier? Mülleimer? Ein einfacher Mülleimer. Nur ein paar Akten. Patronen. Revolvermunition gefunden. Yay. Ah, jetzt kann ich sie auch wieder ausruhen. Ich sollte mich mal heilen. Ich habe die vier jetzt da auch gar nicht umgebracht gehabt. Wie viel Tonikum habe ich? Vier. Wie viel davon? Ich glaube, ein Tonikum reicht erstmal. Und ich habe den Boss auch besiegt, ohne was zu benutzen. Beim zweiten Versuch. Ich habe auch nicht den Revolver benutzt, weil irgendwie war es mit dem Schwert diesmal besser, also das ist irgendwie ganz komisch. What the fuck? Ich wollte erstmal hier oben gucken. Was haben wir denn hier? Da ist Tonikum. Und da oben haben wir noch mehr Patronen. Schrotmunition gefunden. Okay. Da haben wir nichts. Da haben wir einen Zettel, den wir nicht lesen können. Noch mehr Häuser. Bäume. Haben wir denn hier irgendwas, was man gebrauchen könnte? Der Schrank ist leer. Der Schrank ist leer. Am PC ist nichts. Okay. Der Titel sagt auch nichts. Also erstmal weiter. Nächster Raum. Tonikum gefunden. Den kann ich nicht schieben. Den auch nicht. Gut. Hier liegt ein Bericht von einem gewissen Martin Gordon. Das ist wahrscheinlich sein Schreibtisch. Vielleicht finde ich hier etwas Nützliches. Hier stehen die Benutzerdaten von diesem Martin Gordon. Name Martin Gordon, Passwort 5189. 34. Street East Calgary. 5189, das schreibe ich mir mal auf, bevor ich wieder veröffentliche. 5189. Das andere. Mal sehen. Das scheint bestimmt nicht wichtig zu sein. Denke ich. Also eigentlich hätte ich vermutet, dass ich das an meinem PC benutzen muss. Was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen, ein Schlüssel dafür könnte helfen. Okay. Dafür brauche ich erst einen Schlüssel.
Gut, da geht's nicht weiter. War hier oben nicht noch irgendwie eine Tür? In den Aufzug. Der Strom ist aus, ich kann den Fahrstuhl nicht bedienen. Ah, dann kann ich den PC auch erst mit Strom bedienen. Schreit der hier rum. Das habe ich schon mal gesehen. Ja. Verdammt, was sind das für Käfer? Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen. Kann ich die töten? Ich denke nicht. Sieht schlecht aus. Obwohl, vielleicht kann ich sie ja mit dem Revolver. Hey, ich hab doch den Revolver ausgerüstet. Muss ich da auch davor stehen? Ist das lame? Ja, doofe Käfer. Ja, komm, töte mich. Du brauchst so lange, Käfer. Ey, der Käfer braucht viel zu lange. Jawohl. Mann, hat das lange gedauert. Ich wollte jetzt erstmal da reingehen. Hm, hier könnte man die Tür zum Generator öffnen. Rechner bedienen. Please insert name. Den Namen von Martin Gordon und seinem Passwort aus den Akten ist es ein leichtes, sich in den Generator Rechner einzuhacken, um die Tür zu öffnen. Martin Gordon. Also, die Tür zum Generator ist nun offen. Und ich dachte, ich müsste das irgendwo eingeben selber. Was haben wir denn hier? Hier oben. Was ist richtig? O-N. Nein, O-N-E war es nicht. O-N-A. Nein. Ich probiere es einfach. O-N-L. Ohne. Ach, online. Der Generator ist nun an. Hier ist ein Bildschirm. Aktivierung des Generators. Code, Ausführung. Wichtig, Ausführung verwenden, um obigen Code abzuwenden. Ach so. Wenn man das mal wieder rausfiltert, dann kommt online oder so. Gut, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Wollten Sie mich nicht holen, wenn da alles in Ordnung ist? Das Tor war zu. Ich konnte... Moment. Wie konnten Sie hier auf das Gelände? Durch das offenstehende Tor? Nun sind wir ja wieder zusammen und können von hier verschwinden. Aber zuerst sollten wir ein Telefon suchen oder so. Nein, verdammt. Sie sind eingeschlossen. Was, wie? Das ist eine Sicherheitstür. Wenn sie verschlossen werden, öffnen sie sich alle 2 Stunden von allein. Wir müssen also nichts weiter tun als warten. Aber wie? Dies ist hier ein besonderer Raum. Hier durfte nur der rein, der die Befugnis hat. Ansonsten verschließt sich der Raum automatisch und man sitzt hier drin fest. Also heißt das warten? Genau das heißt das. La 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 la. Wie heißen sie eigentlich? Sarah Valentine. Was machen Sie eigentlich hier? Also hier so weit in den Bergen. Das ist eine lange Geschichte. Sie haben Zeit. Ich bin... Ich weiß nicht wann. Es ist länger her, glaube ich. Aus Kairo weggefahren mit dem Auto. Ich hatte einen wichtigen Auftrag zu erledigen und dafür musste ich in die Berge fahren. Kommen Sie aus Kairo?
Nein, ich komme aus Haverhill in Massachusetts. Das ist aber ganz schön weit weg von Calgary. Ja, ich bin mit dem Zug hierher gefahren und habe mir ein Auto geliehen. Von da aus ging es in die Berge. Ich kam an diesen Gasthof. Der Kerl, den ich suchte, war da. Ich habe ihn draußen begraben, mein Job war getan. Ich sollte nur noch zurück nach Calgary und diesen Typen treffen, von dem ich den Job bekommen habe, und dann würde ich in den Ruhestand gehen. Aber es war spät, daher bin ich durch Calgary durchgefahren und habe mir Zimmer in dem Hotel genommen. Ich wollte am nächsten Tag das Geld holen und gleich verschwinden. Naja, was dann im Hotel passiert ist, wissen Sie ja selber. Warum haben Sie den Mann getötet? Ich weiß es nicht. Ich bekam einen Zettel, einen Namen und eine Adresse, beziehungsweise einen Ort, wo ich ihn am schnellsten finde. Ich spürte ihn auf und erledigte den Job. Das ist grausam. Ich sitze hier mit einem Mörder. Hören Sie, ich töte nicht einfach jeden. Dafür werde ich bezahlt. Glauben Sie mir, ich tue Ihnen nichts. Ich würde Ihnen nie was tun. Wissen Sie, es gibt in meinem Job Regeln, die ich befolge. Sie gehören zum Beispiel zu einer Regel. Außerdem könnte ich niemals so eine Schönheit wie Sie so ohne Grund einfach töten. Danke? Ich kann nicht. Die Tür ist wieder offen. Wir sollten von hier verschwinden, ja. Was machen wir jetzt? Das Auto ist kaputt und die Polizei anrufen ist die einzige Idee. Die Telefone sind alle tot. Wir können niemanden anrufen. Sie sollten vielleicht erstmal wissen, wo wir hier sind. Oben ist ein Balkon. Warum suchen Sie, darauf zu kommen? Vielleicht sehen Sie ja ein Haus oder eine Straße. Ich werde mich mal umschauen. Ich werde hier warten. Bist du dir sicher? Schauen Sie sich noch ein bisschen um. Sie werden sicherlich was finden. Das Tor außen wird sicherlich verschlossen sein. Bist du dir sicher, dass du hier warten möchtest? Da sind Käfer, die dir das Blut aussaugen, aber okay. Wenn sie meint. Was zum... Ich möchte doch den Revolver. Ich möchte den Revolver. Wer gibt mir den Revolver? So. Ah, fuck. Eine gegen die Wand gedonnert. Bam. Ah. Stirb. Wie viel HP haben die denn? Ah. Scheiße. Ah, fuck. Und? Stirb. Kopf ab. Badam. Ist von der anderen Seite verschlossen. Was haben wir hier? Das hier ist ein Waffenschrank? Was macht in einem Waisenhaus ein Waffenschrank? Was ist hier passiert? Es türmen sich immer mehr Rätsel und Fragen auf. Doch bekomme ich auch Antworten? Alles so seltsam. Diese Dunkelheit, dieses Haus, alles. Diese Monster, woher? Diese Dunkelheit, woher? Diese Stille, woher? Hier liegt immerhin einige Revolvermunition, mit denen ich mein Leben schützen kann. Zuerst mal Revolvermunition gefunden. Hier ist nichts Brauchbares mehr. Hier ist nicht, gut. Nicht mal die Pumpe? Na denn. Hier ist ein Balkon, wo ich rausgehen kann. Hier ist also der Balkon, aber man kann gar nichts sehen. Es ist so dunkel. Es ist zu dunkel. Da drüben ist auch ein Balkon. Wenn ich etwas finde, kann ich vielleicht da drüber klettern. Schüsse? Wer war das? Wer schießt da?
gesicherte Schüsse? Was machen Sie hier oben? Sagte ich nicht, Sie sollten unten warten? Ja, aber da unten ist es noch gefährlicher als hier. Wer hat da geschossen? Waren Sie das? Woher soll ich denn eine Pistole herkriegen? Immerhin habe ich hier einen Waffenschrank gefunden. Wofür ist der? Sicherlich zur Sicherheit. Sicherheit? Wovor? Lassen Sie uns doch überlegen, wie wir hier wegkommen. Hinter mir ist der Balkon. Ich war da, aber man sieht nichts. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Oh, das Tor ist zu. Es gibt noch einen Weg hier heraus. Ein alter Schacht unter der Erde. Er liegt im Patientenbereich, aber der ist verschlossen mit einer Sicherheitstür. Es wird schwierig, da runterzukommen. Wo kann ich den Schlüssel finden? Einige könnten noch in einem Raum im dritten Stock liegen. Aber man braucht eine ID-Karte von einem Mitarbeiter, der eine Berechtigung hat, auf die Tür zuzugreifen. Also müssen Sie die richtige suchen. Dafür muss ich da hoch. Deshalb bleiben Sie hier. Ja. Ja, sie kommt wieder nach. 100 Pro. Die Tür ist da von der anderen Seite verschlossen. Die auch. Und die nicht. Hallo? Wer? Halt! Stehen bleiben, oder ich schieße. Ganz ruhig, ich will nur mit Ihnen reden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sind Sie auch einer von denen? Von denen? Reden Sie von den Monstern? Von was denn sonst? Überall wimmelt es von Ihnen, und dann diese Stimme. Stimme? Welche Stimme? Was ist das für ein... Halten Sie die Klappe! Hören Sie, ich weiß, Sie sind aufgeregt, aber wollen wir sich wie zivilisierte Menschen unterhalten? Ich denke, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich keiner von denen bin. Woher kommen Sie? Ich habe mich verlaufen und dann bin ich hier gelandet. Sie scheinen keiner zu sein, der mir was Böses will. Nein, absolut nicht. Darf ich fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Martin Gordon. Ich bin Pfleger an diesem Waisenhaus. Martin? Martin Gordon? Ich habe mit Ihren Personalien den Strom angemacht. Das Licht bleibt trotzdem aus. Niemand kann das Licht wieder anmachen. Martin, was ist mit dem Licht? Welche Stimme hörten Sie? Die Stimme überall. Man kann ihr nicht entkommen. Man kann sie spüren. Man kann ihn spüren, wie er näher kommt und dich packt. Scheiße, bleiben Sie ganz ruhig, ich helfe Ihnen. Heute sterbe ich nicht, du verdammtes Vieh. Heute nicht. Alles in Ordnung? Geht es Ihnen? Oh nein, Martin. Er hat ihn mitgenommen. Wenn ich mich beeile, kann ich ihn vielleicht noch lebend finden. Der Schrank war es 4 Minuten. Das Tonikum nehmen wir trotzdem mit. Tonikum gefunden. Da ist nichts los. Da ist unten, da geht's gut lang. Was ist denn das? Mist, meine Taschenlampe ist wieder ausgefallen. Seltsam. Was bedeutet dieser große Spiegel und dieser Gitterweg, der im Spiegelbild zu sehen ist? Martin, wo bist du? Du musst hier ganz in der Nähe sein. Verdammt, ich bin runtergefallen. So. Ich check's einfach nicht. Ich dachte, wenn man genau im Spiegelbild da laufen will, so auf dem Weg. Mm-hmm.
What the fuck? Verbandskasten. Oh nein, doofe Käfer. Weg von mir, weg von mir, weg von mir. Alter. Doofe Käfer. Oh. Ja, man kann dich nicht mal anreden, weil... Ah. Martin! Martin! Er ist tot. Oh, nee, doch nicht. Ah, ist ja gut. Ich lebe ja noch. Danke, Sie haben ihn vertrieben. Was machen wir jetzt? Gehen Sie in den Raum nebenan. Da ist eine Freundin von mir. Sie wird mit Ihnen warten. Na gut, aber was mit Ihnen? Ich suche einen Weg hier raus. Sie wird Ihnen schon alles erzählen. Gut, dann müssen wir hier schnell weg. Was haben wir da? Der Schrank ist fest verschlossen. Der Schrank ist leer. Doofe Käfer, ich hasse euch und raus hier. Oh, Speicherpunkt. Finde ich cool. Revolvermunition gefunden. Und das Tunikum nehmen wir auch noch. Haben wir hier noch was? Nö. Dann speichern wir. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin ein Kane Jenner Jones.